Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Beim letzten Mal haben wir, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, für mich ist die Aufnahme schon ein paar Tage her, den vierten Dungeon abgeschlossen, ja. Und wir müssten weiter zum nächsten Dungeon in der Zwergenbucht. Da wurde uns ja gesagt, wir müssen an einer bestimmten Stelle tauchen, um da reinzukommen. Wir hatten hier, glaube ich, bei Dr. Wright noch das letzte Tauschgeschäft abgeschlossen und haben dafür einen Besen bekommen. Genau. So viel weiß ich noch, deswegen werden wir jetzt mal weitermachen und gucken. Wir werden uns jetzt Richtung Zwergenbucht aufmachen. Aber wie gesagt, das ist für mich jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, seit der letzten Aufnahme. Nein, das geht ja gut los. Gleich ins erste Loch. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Hier hatten wir auch ein paar Markierungen gemacht, wahrscheinlich Herzteil. Und zwar die Zwergenbucht ist ja hier unten. Irgendwo hier sollen wir tauchen, um da reinzukommen. Den Besen weiß ich selber jetzt nicht genau, wo wir ihn abgeben müssen, aber ich habe hier im Möwendorf schon ein paar Mal eine Oma gesehen, die ganze Zeit fegt. Ich glaube, hier war die irgendwo oder da oben. Vermute mal, dass die irgendwas mit dem Bösen zu tun hat, weil die hier rumgefegt hat. Wir gehen kurz ins Zwergendorf, Möwendorf, gucken bei der Oma. Nein! Es geht so gut los hier. Und dann sehen wir ja, ob es da ist oder nicht. Das Möwendorf ist ja gleich hier unten, daher können wir da auch mal eben schnell gucken. So. Lalalala. Abflug, du auch. Ich habe noch einen letzten Moment gesehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe echt ein Faible dafür, in Löcher zu fallen. Aber gut, das Wichtigste ist doch, so sehe ich das zumindest, der Spaß an einem Spiel. Man muss nicht 100% alles durchspielen oder der perfekte Pro-Gamer sein. Das möchte ich auch gar nicht. Es geht in erster Linie um den Spaß. Und solange man den hat, und den habe ich definitiv, ist alles in bester Ordnung. So, hier unten müsste das Möwendorf sein. So, die Oma war hier doch irgendwo. Hallo Komet, mein braver Junge. Ja, braves Hündchen. Ich habe leider kein Leckerli für dich, sonst würde ich dir einen geben. Ja, hier ist die Oma doch. Die hat mich sonst immer gefegt mit dem Besen. Oh, ein neuer Besen. Für mich? Er ist doch für mich, oder? Ja, 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 bitte. Ja, es ist die Oma. Danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Du hast den Besen gegen einen Angelhaken getauscht. Was wirst du wohl für den Angelhaken bekommen? Ja, Angelhaken weiß ich jetzt gar nicht. Da fällt mir jetzt auf die Schnelle nur der Angler da oben ein. Da gehe ich mal kurz gucken. Aber ob der das wirklich ist? Vorstellen könnte ich es mir eigentlich nicht. Möchtest du eine Runde angeln? Nein, das möchte ich nicht. Okay. Das ist schade. Angeln macht so großen Spaß. Nein, der ist das nicht. Okay. Denn weiß ich jetzt nicht, wo ich den Angelhaken abgeben muss. Und eine Lösung gucken möchte ich auch nicht, das finden wir schon noch so raus. Wir machen uns auf den Weg in die Zwergenbucht. Dazu nehmen wir kurz die Flöte, Mammussong. Und porten uns dahin. Und zwar hier unten. Teleportieren. So, hier muss es ja irgendwo ins Wasser gehen, oder? Oh, hier. Okay. Stelle zum Tauchen, wenn wir wo finden, weil schwimmen können wir jetzt. Ist hier irgendwas? Hier blubbert das so. Ich glaube, das ist die Stelle. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwo ein Herzteil oder sowas ist. Weil da ist ja nichts oder sowas. Nix, ja. Ich bin hierher geschwommen, als mir eine Welle meine Perlenkette vom Hals gerissen hat. Wenn du sie findest, schenke ich dir eine Schuppe von mir. Okay, das scheint das nächste Tauschgeschäft zu sein, aber wir brauchen erstmal die Perlenkette. So weit sind wir auch noch nicht. Aber das sollten wir uns definitiv merken. Könnte man eigentlich auch mal ein Symbol hinmachen. Moment, die nächste war ja ungefähr hier. Was machen wir denn da hin? Ja, gute Frage. Ich mach mal so ein Kreuzding so hin. Müssen wir uns merken, dass das die nächste ist. Und hier werden wir einmal tauchen. Ja, ist die Stelle.
Gut, das fiel aber ein bisschen auf wegen dem Geblubber da. Blub, 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 blub. Und wieder hoch. Weiß ich, diese kleinen Jump'n'Run-Ansicht-Passagen, weiß ich, mag ich. Die sind bei diesem Zelda echt einzigartig. Ich hoffe auch immer noch, dass irgendwann nochmal ein Remake von A Link to the Past, Ocarina of Time und von The Wind Waker, mein persönliches Lieblings-Zelda-Spiel, erscheinen werden. Aber ob das soweit kommt, weiß ich nicht. Es gibt nur Gerüchte. Aber hoffen kann man ja. So, okay, wir sind im Dungeon Fischmaul. Ja. Die Dinger. So. Sind nicht so einfach zu treffen, weil die drehen sich völlig random. Und ja, wie es mir dachte, sind nur von hinten zu treffen. Die drehen sich wirklich völlig random. So, Schlüssel haben wir nicht, um da oben reinzukommen. Links ging die Tür auf. Ich würde aber auch gerne noch einmal kurz hier gucken. Ah, da komme ich so nicht rüber. Das ist zu weit. Gucken wir mal kurz hier rein. Okay, hier kommen wir rein. Der Kompass! Du hast den Kompass erhalten. Ja, nun könnte ich sehen, wo Endboss und Truhen sich befinden. Und ein akustisches Signal, wenn ich Schlüssel in der Nähe. Na, komm schon, Junge. Das ist das, was ich meine. Die drehen sich völlig random. Es ist nicht so einfach, die von hinten zu erwischen. Okay, das war auch mal wichtig, damit die Tür aufgeht. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als im Moment hier reinzugehen. So. Nein, da stand ich zu lange drauf, verdammt. Ach komm, sag mal. Naja, es ist nur früh am Morgen. Es ist bei mir gerade 20 nach 10. Da kann sowas mal vorkommen. So, jetzt. Oh, hier ist definitiv der Schlüssel. Und ich glaube, das ist eine neue Art von Skeletten, oder? Ja, die werfen irgendwas. Okay. Aua, sag mal. Ich hatte mein Schild aktiviert, Junge. Ja gut, das ist offensichtlich. Man muss hier links und rechts die Steine reinschieben. Ja. Das ist definitiv... Ich will nur mal kurz was gucken, weil hier so viel Sand ist. Vielleicht ist da noch eine Muschel oder sowas. Ich weiß es aber nicht. Naja, sieht nicht so aus, als würde hier irgendwas Auffälliges rumliegen. Meh, okay. Weiter geht's. Ja, ein leerstehender Raum. Warte mal, ich muss mal was gucken. Ah, wir haben die Karte noch nicht, okay. Das sieht aus wie ein Bossraum, aber da ist noch nichts. Geht's hier irgendwo rein? Ich habe die Karte nicht, ne? Aber hier geht's auch nichts so weiter. Okay, hier kommen wir im Moment echt nicht weiter, aber wir haben ja jetzt auch den Schlüssel, das heißt, wir müssen zurück. Düm, düm, düm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Hintergrundmusik hier in dieser Höhlenpassage ist sie aus den Bowser- oder Höhlenlevel von Super Mario Bros. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Auf jeden Fall, wo müssen wir hin? Da. Genau, da war ja die Tür mit dem Schlüssel. Wir gehen hier einfach durch. Und da ist wieder so einer. So, muss ich hier alles töten oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir machen es vorsichtshalber mal. Dreh dich um, Junge. Los, Poldi. Naja, gut. Wir gehen nach links. Hier werde ich alles töten müssen. Tür ist zu.
Das ist aber echt nicht so einfach mit den Dingern. Aua! Ich will doch noch einen Rubin! So. Ach komm, Junge, dreh dich um! Ein braves Hundi! Geht doch! So, die Frage ist jetzt links oder rechts? Ich gehe erstmal nach links, weil da eine Truhe ist. Weil ich hätte echt gern die Karte. Weil in dem Dungeon weiß ich jetzt auch nicht wirklich, weil das ist Ewigkeiten her. Ah, Trupp. Aua, Krug funktioniert. Auf jeden Fall werden wir gleich, wie es aussieht, Bomben benötigen. Sonst hätten wir die hier nicht gekriegt. Ach, komm. Ja, da ist die Truhe. Alles klar. Das war der Schnabel für die Eulenstatuen. Aber hier kommen wir jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich hätte jetzt echt gedacht. Guck nochmal die Wände ab, dass hier irgendwie eine Karte ist oder so. Aber offensichtlich nicht. Aua. Gehen wir hier oben weiter. Och, komm weg. Nein. Ich kann mich so noch nicht bewegen. Gut, diese Teile der Macht, ich weiß, die machen uns etwas stärker, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die gehen mir auch so ein bisschen auf den Zeiger mittlerweile. Wirklich hundertprozentig brauchen tut man sie auch nicht. Wir kommen ja nur hier weiter. Da kommen wir so nicht rüber. Fehlt hier noch irgendwas oder... Doch, alles getötet. Aber warte mal, hier gab es Pfeile. Vielleicht muss ich da was ins Auge schießen. Wäre zumindest logisch. Nö. Okay. Schlüssel haben wir nicht. Karte haben wir auch nicht. Hier kommen wir auch nicht rüber, da kommen wir auch nicht lang. Aber hier oben kommen wir noch. Ich glaube, wir müssen da erstmal lang. Okay. Hier oben geht es ja noch weiter. Na, Manu, ist aber mal gut hier. Vielleicht noch ein Herzchen irgendwo, wäre mal schön. Das sieht einfach symmetrischer aus. Ja. Kannst du ein Skelett nicht mit dem Schwert bezwingen? Setze einen der Bombe ein. Okay. Ich glaube nicht, dass die Kleinen damit gemeint sind, weil die kann man mit dem Schwert bezwingen. Okay. Ja. Der ist gemeint. Der ist definitiv gemeint. Na? Ah, und jetzt Bombe, wa? Jo. Und lass dich doch mal treffen, Junge. Danke. Okay, der ist jetzt aber nicht wirklich schwer. Einmal treffen, Bombe hin, fertig. Der ist jetzt wirklich einfach. Ah, du bist stärker als ich. Noch. Aber ich komme wieder. Jetzt flüchtet der. Okay, aber ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Weil hier ist nur ein blaues Zeichen. Mit dem anderen von waren vier. Das heißt, wir werden wahrscheinlich öfters gegen ihn kämpfen müssen. Das heißt, er hat sich jetzt wahrscheinlich verkrümelt im Bossraum Nummer 2. Wo auch immer der ist. Hier oben ist der Vierer. Wir müssen erstmal den zweiten finden. Wenn du nach dem Inhalt dieser Truhe suchst, komm doch, hol ihn bei mir ab. Stallfossmeister. Der Gute hat uns den Schatz geklaut. Oh, den müssen wir definitiv finden. Bevor ich da jetzt die Treppe runtergehe, gehe ich einmal hier lang. Wird die Treppe überhaupt hin? Keine Ahnung, wir gehen erstmal hier lang. Au.
Ich weiß nicht, ob das hier... Uah. Möchte einmal kurz nach oben? Geht das? Nein. Wäre ja zu schön gewesen. So. Okay, hier kann man tauchen, wie es aussieht. Tauchen können wir ja, das haben wir im letzten Dungeon gekriegt. Dann werde ich hier mal kurz runtertauchen. Gucken, was hier ist. Das kommt da auch schon wieder, Super Mario oder Umläufer. Goomba, die Dinger heißen, glaube ich, Blobber oder so. Na, du kommst da hoch, Link, danke. So. Na, bin ich mal gespannt, wo wir hinkommen. Okay. Auf jeden Fall nicht weiter, dafür brauchen wir es. Gut, man sieht es ja schon, was man hier im Dungeon kriegt. Daher... Wir brauchen den Schatz. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal Raum 2 finden. Und den Stallfrostmeister wieder in die Knie zu zwingen. Dann gehen wir hier erstmal weiter. Hier kommen wir... Ne, hier sind die Krüge im Weg. So nicht weiter. Also müssen wir hier auch zurück. Da sind wahrscheinlich auf der anderen Seite noch Schleim oder sowas versteckt, die wir töten müssen. Also sind wir hier auch verkehrt. Ey, das war unfair, Junge. In dem Moment zuzuhauen. Ach komm. Dann gehen wir jetzt mal... Ja, jetzt könnten wir aber nach oben. Aua. Halt, zurück. Gucken, was hier ist. Der Dungeon ist nämlich definitiv etwas größer als die anderen. Kommen wir hier rüber? Glaube nicht. Das könnte zwar mit den Stiefeln funktionieren. Aber ich glaube, der Abstand ist ein bisschen kurz. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ja, geht. Okay, 50 Rubine sind zwar sehr schön, aber hilft uns jetzt auch nichts weiter. Und da komme ich nicht rüber. Da definitiv auch nicht so. Nein! Ich glaube, das ist echt nicht gedacht, hier mit den Stiefeln rüber zu springen. Junge, ich muss da wieder zurück. Ja. So. Da kommen wir so definitiv auch nicht rüber. Dann gehen wir mal hier gucken. Ja, jetzt sind wir auf der Seite des Raumes. Weil... So kommen wir nämlich durch. Wir können den auch platt machen. Ja, jetzt kommen wir nämlich auch weiter. Was ist hier? Raum Nummer 3, okay. Raum Nummer 3 bringt uns ja jetzt auch nicht wirklich. Und da haben wir die Karte, endlich! Du hast die Labyrinthkarte erhalten. Jetzt kann man hier auch mal gucken. Okay. Da waren wir ja vorhin, hier geht's nicht. Achso, das ist der Raum neben dem Bossraum. Hier hinten kamen wir ja nicht hin. Das heißt, wir müssen hier noch einmal nach rechts, da ist noch ein Raum. Das ist vermutlich Raum Nummer 2, weil wir haben jetzt 1, 3 und 4. Dann müssen wir da noch einmal hin. Okay, dann machen wir mal hier runter. Oh Mann. So. Das heißt, da einmal rein. Ja, richtig vermutet. Hallöchen, mein Freund. Oh, du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant, weißt du das? Ach Junge. Wenn du meine Sachen klaust, hast du da echt selber Schuld. So, bitte sehr. Bümmchen. Ein Bümmchen in Ehren kannst du doch sicherlich nicht verwehren. Also. Aua. Oh, dafür kriegst du eine Bombe.
anderem stärker als ich. Noch. Aber ich komme wieder. Ja, das ist wie vermutet. Ich muss durch alle vier Räume kämpfen. Da oben ist Raum 3. Dann müsste ja jetzt ein Raum 3 sein. Dann gehen wir doch jetzt zu Raum 3. Okay, dann wollen wir mal zu ihm. Machen Abflug. Du auch? Nein, der hat's nämlich mit. So. Da ist er doch. Hallöchen. Oh, du hast mich also gefunden. Du bist wirklich penetrant, weißt du das? Junge, du wiederholst dich. Bitte. Da ist wieder dein Bömmchen. Dann müssen wir gleich in Raum 4. Und nochmal, bitte. Aua. So, und da ist dein Bömmchen. Der geht ja gleich wieder flüchten. Ah, du bist stärker als ich noch, aber ich komme wieder. Okay, das war Raum Nummer 3. Hier neben waren wir schon. Raum Nummer 4 war da oben. Aber ich glaube, wir mussten durch diese Treppe hier. Also müssen wir jetzt erstmal wieder zurück. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Aua. So, dann wollen wir mal. Oh nein, nicht schon wieder. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Okay, dann gehen wir einmal kurz hier rein. Und wieder zurück, damit wir nach unten kommen. So. Und dann muss ich mal kurz gucken. Sind wir da? Nee, ich glaube, die Treppe war es nicht. Die führte, glaube ich, dahin. Da kann man noch nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier lang, nach links. Das war Raum Nummer 1. Da ist wieder Hündchen. Und dann. Nee, wir sind verkehrt. Wir müssen noch ein weiter runter. Gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Okay. Hier müssen wir längs. Hier ist die Treppe. Hier müsste es gewesen sein. Flup und flup. Blub. So. Und ich meine, hier war Raum Nummer 4. Bin mir zwar jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber wenn man Orientierungssinn kann man sich nicht gerade darauf verlassen. Das ist jetzt das, was ich noch im Kopf habe. So, und dann wollen wir mal gucken. Ja. Hallo, mein Freund. Jetzt wird aber ganz böse, wa? Hier, hast ein Pömmchen. Da, noch ein Bömmchen. Jetzt meint er aber mit seinem Rumgehüpfe hier rumrollen zu müssen, wa? Mr. Prollo, das bringt ja auch nichts. Oh, noch eine Bombe, das war's mit dir. Tschüssi, jetzt ist vorbei mit Flüchten. Und da ist er, der Enterhaken. Du hast den Enterhaken erhalten. Deine Kette hat eine ganz schöne Reichweite. Alles klar, auf den habe ich gewartet. Jetzt kommen wir weiter. So, jetzt müssen wir hier mal kurz zurück. Ich dürfte uns jetzt eine ganze Ecke weiterbringen. Du hast eine Schutzeiche erhalten. Ja, ich weiß. Mal kurz gucken. Ja. Damit können wir mit Gegner betäuben. Und kommen über große Abgründe rüber. So. Dürfte uns jetzt eine ganze Ecke weiterbringen. Auch eine offene Welt. Da gab es da so viele Ecken, wo man nur mit dem Enterhaken hinkam. Wenn ich bloß noch wüsste, wo die alle wären. Na.
Warte mal, kann man die nicht auch mit dem Enterhaken? Na, falsche Taste. Ja, tatsächlich. Hat den die Maske geklaut. Okay, so, jetzt sind wir wieder hier. Gehen wir hier kurz rechts rüber, holen uns die Kiste. Lalalala. Och komm, Junge. So wird das aber nichts. Dreh dich mal um. Danke. So, dann müssen wir mich jetzt... Ja, da kommen wir mich jetzt wunderbar rüber. 100 Robine. Super. Psst. So, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Hier haben wir alles. Da oben fehlt noch. Also wir müssen jetzt einmal hoch und dann nach links. Na, 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 aber nicht so, mein Freund. Naja, treffen sollte ich mal lernen, aber ansonsten... Aber habt ihr es jetzt bald mal? Was treibe ich denn da? Jetzt reicht es. So. Hier nach links. Und dann wieder hoch. Man kann sich auch dumm anstellen. Gut. Uah. Die Pfeile nehmen wir wieder mit. Jetzt wollen wir kurz was gucken. Genau, hier hoch. Da gehen wir gleich weiter. Ich wollte hier nochmal kurz nach links. Ja, meine ich doch. Müsste so gehen. Dann kommen wir mich hier zur Kiste hin. Wozu ist denn der Weg hier oben, wenn man da unten auch lang kommt? Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall, die Kiste nehmen wir mit. Ein kleiner Schlüssel, den wir mit Sicherheit auch brauchen werden. Den nehmen wir natürlich auch mit. Gucken, ob noch irgendwas Brauchbares in den Krügen ist. Sieht aber nicht danach aus. Nee, jetzt okay. Gehen wir hier wieder raus. So. Jetzt mal kurz gucken. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir hier nach oben weiter. Genau, jetzt kommen wir nämlich auch hier rüber. Fee. Und, warte, ich habe, Moment, ich habe die jetzt eingesammelt, dabei habe ich eine leere Flasche. Ich hätte sie auch einfangen können. Zauberpulver, dann haben wir noch eine, warte. Wo haben wir es denn? Schnell die leere Flasche ausrüsten. So, da haben wir sie. Können uns zumindest im Notfall heilen. Lass sie frei, wenn sie dich heilen soll. Ja. Dann gehen wir wieder auf den Enterhaken. Hier oben kommen wir ja so nicht weiter. Aber wir kommen jetzt dank des Schlüssels hier durch. Hier unten waren wir schon. Yeah. Ah, dass man da einen Enterhaken braucht, habe ich mir schon gedacht. Wie viel halten die denn aus? Okay, der ist schon mal weg. Das hättest du wohl gerne, mein Freund. Aber die halten aber echt viel aus. Ey, du sollst dein Auge aufmachen. Vierbeinige Spinnen, naja, gut. Spinnen sind so oder so eklig, egal wie viele Beine sie haben. Ich hasse sie. So, tschüss. Oder Krabben oder was es sein sollte. So, das wäre der Teleporter. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Hallo, Schleimchen. Und so eine dämliche Eichel auch noch.
Hallo Goombas. Okay, hier kommen wir auch definitiv nur weiter mit dem Enter. So. Na, falscher Moment gesprungen. Okay, da hoch. Okay, jetzt brauchen wir wieder einen Schlüssel. Wo sind wir denn? Ah, wir sind auf dem Weg zum Boss. Oh gut, uns fehlt also noch ein kleiner Schlüssel und ein großer Schlüssel. Ich weiß ja auch, wir haben hier noch Truhen. Und da auch noch. Welche Treppe war das denn nochmal? Ich glaube, die da. Müsste die hier gewesen sein, weil die führte da oben hin. Oder? Ich glaube, die führte da oben hin, ja. Und bin mir gerade gar nicht sicher. Immer kommen wir hier noch nicht weiter. Kommen wir hier denn wieder zurück? Geh erstmal hier oben hin. Oder auch erstmal dahin, wie es aussieht. Das müsste die Treppe sein. Bin mir aber echt nicht sicher. Das heißt, wir müssen hier runter, zwei Räume. Und dann nach rechts. Geht nicht. Aber da. Gucken. Ja, hier müssen wir jetzt nach rechts. Oh, zum Glück gibt es hier eine Karte. Und hier dann hoch, oder? Ja. Was sagt die denn? Kannst du als Glas? Achso, das hatten wir schon. Was ist das mit der Bombe? Wir müssen hier oben ja der Style Force Raum kommen. Weg da, du auch. Tschüss. Dann gehen wir hier die Treppe runter. Ja, hier waren wir ja noch gar nicht. Oder? Nee, jetzt weiß ich wieder, wie wir da hinkommen. Da durch das Wasserloch. Aber was ist denn hier? Habe ich den Fisch gerade durchs Raufhüpfen getötet? Ich dachte, man muss die schlagen. Wo bin ich? Ach, da vorne. Kann man irgendwas brauchbares oder zwei Rubine? Okay, und da? Muss ich hier denn auch noch was holen? Hier gibt es noch eine Eulenstatue. Aua. Ich weiß, man die da nicht besiegen muss. Die kann man ja besiegen mit Zauberpulver. Dort, wo sich das Licht der Fackel kreuzt, musst du tauchen. Ja, gut, das ist die Stelle da hinten mit gemeint, wo wir von aus Versehen drin waren. Ja, alles klar. Und hier kommen wir nicht weiter. Uns gesagt, der ganze Gang ist überflüssig. Okay, dann werde ich jetzt aber hier zurückgehen, bevor ich da... Also, das ist hier ja wesentlich kürzer. Das ist hier wesentlich kürzer. Aber dann weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Zu dem Wasserfleck. Okay. Ich mach einen Abflug, du auch. Na. Tschüss. Bei manchen Gegnern sollte man echt nicht das Schild benutzen. Da muss ich hier hoch und nach links. Alles klar. Und dann hier hoch. So war das. Und hier, das ist aber das Problem. Zumindest benutzt er das Schild beim Laufen. Genau, hier muss man tauchen. Hier waren wir ja vorhin schon mal und konnten nichts machen, aber jetzt haben wir ja den Enterhaken. Na, ihr Blobbers. Okay, ich wollte erst den Gummer mitnehmen wegen dem Herz, aber jetzt haben wir ja wieder Herzen voll. Das heißt, wir gehen direkt hier hoch.
Ja, jetzt kommen wir hier nämlich weiter. Da ist bestimmt der große Schlüssel drin. Ja, wie gesagt, der große Schlüssel. Das könnten wir in der Theorie zum Boss, aber uns fehlt immer noch ein kleiner Schlüssel, um das Schloss hier wegzumachen. Das dürfte einer von den beiden Kisten sein. Definitiv. Alles klar, dann gehen wir jetzt dahin. Schnell durch. Und jetzt muss ich kurz gucken. Von hier oben kommen wir ja nicht weiter. Da sind wir die Krüge vor. Das heißt, wir müssen hier runter und da hoch. Ah, ich hasse diese Dinger. Ich vergesse sie jedes Mal. Aber wirklich jedes Mal. Gut, dann gehen wir kurz hier hoch. Jetzt kommen wir nämlich hier weiter. Wenn man nicht runtergestoßen wird. So. Ein Rubin, da muss die andere Kiste den Schuss einhalten. Oder 50 Rubine, besser gesagt. Weiter geht's hier. Jupp, hier kam auch das Geräusch. Da ist er. Das heißt, wir haben jetzt so ziemlich jeden Raum durch. Fehlt nur noch der Boss. Und wie kommen wir da am besten nochmal hin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, das war hier, ne? Bin mir jetzt gerade aber nicht absolut sicher, oder war das hier? Müsste aber der gewesen sein. Wir gehen mal hier unten hin. Kommen wir hier überhaupt irgendwie wieder zurück? Nur so, wie es aussieht. Hier oben rein kommen wir definitiv nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier wieder runter. Junge, ich will nichts von dir machen. Abflug. Genau wie du. Ah, komm, das wollte ich verhindern. Das kommt bei dir immer unterstoßen. Das war, wir müssen hier runter. Dabei bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob das das ist, aber... Werden wir gleich sehen. Hier war Raum Nummer 2. Und runter. Herz nehme ich mit. Herz nehme ich mit. Okay. Ah, okay, da kommen wir aber auch hin. Das ist zwar nicht der Weg, den ich gesucht habe, aber da kommen wir auch hin. Uns fehlt ja nichts mehr außer dem Bossraum. Abflug. Aua. Das musste natürlich nochmal sein, ne? So, wir haben zwar noch eine Fee, aber bevor wir unsere Fee verschwenden, Zauberkutter, machen wir den kurz zur Fee. Und nimm die so mit, um die Herzen aufzufüllen. Alles klar. So. So, jetzt kommen wir zum Boss. Hallo, mein Freund. Gut, wo ist er denn? Du willst also den Windfisch wecken? Bus, ich werde die fressen, Bus. Oh, schönes Schwänzchen. Oh, nee, ich erinnere mich an das Ding. Aus dem Original. Schleimei, ja. Ich habe ihn gehasst. Dafür brauchen wir definitiv den Enterhaken. Ah. Man muss den rausziehen aus der Wand im richtigen Moment. Man darf dabei sich nicht vom Schwanz treffen lassen. Nein. Und das ist halt nicht so einfach, den zu treffen. Ja, ich erinnere mich echt. Na, guck, das kann eine Weile dauern.
Ich habe ihn wirklich gehasst. Ich habe ihn wirklich gehasst. Aber wenn man falsch steht, trifft man ihn nicht. Wie wir ja gerade eindrucksvoll gesehen haben. Jetzt ist er auf der falschen Seite. Junge, komm hier rüber. Hier stehe ich. Ah. Und das Problem ist halt auch, wenn man zu dicht dran steht. Aua. Jetzt kann man ihn nicht weit genug rausziehen. Und wenn man zu weit weg ist, trifft man ihn nicht rechtzeitig. Und dieser rumwirbelnde Schwanz hier macht das auch nicht besser. Komm mal hierher, Junge. Komm, Junge. Lass uns Gassi gehen. Komm her. Ah, immer noch nicht ganz erledigt. Das war so jetzt nicht geplant. Ab und zu kann man das auch mal passieren, dass er einen attackiert. Das klappt also nicht immer so. Aber der lebt ja immer noch. Und er hält halt einiges aus. Jüngchen. Hierher. Junge. Jetzt haben wir ihn. Du weißt wohl nicht, wo du dich befindest. Du naives Gällchen, diese Insel ist dein Verhängnis. Ach. So schlimm wird's nicht werden, Junge. Wir sind Link. Wir werden es schon schaffen. Auf jeden Fall. Da diese Folge sowieso schon länger ist als üblich, aber ich wollte unbedingt den Dungeon bis zum Endboss zu Ende bringen, werden wir jetzt hier Schluss machen. Weiter geht's in der nächsten Folge mit dem Musikinstrument und dem Herzteil. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ich sage bis zur nächsten Folge. Bye, bye.